Im nächsten Einsatz bemerken die Kripo-Kommissare Eckhard Greitner und Bora Aksu einen lautstarken Streit vor der Wache. Hey, was ist denn da? Komm mal gucken. Hallo, hallo. Tag zusammen. Gib mir den Koffer. Hallo, hören Sie mal auf. Hey, 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 nein, 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 hallo, hallo. Hey, 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 komm her, komm her. Bleib mal da. So bleib, nicht. Bleib da noch ein paar Schritte weg. Ist gut. Gehen Sie ruhig ein paar Schritte hoch. Lassen. Lass mein Geld in Ruhe. Ja, okay. Klären wir gleich. Loslassen. Bitte loslassen, ja, bevor es wehtut. Ich lege Ihnen mal Handschellen an, ja? Ist das in Ordnung? Das ist doch nicht nötig. Doch, doch. Ja. Warum denn? Ja. Was habe ich denn gemacht? Dann lass mich los. So, den Arm raus. Wie denn, wenn ich da drauf sitze? Ja, so, haben wir es doch. Ganz ruhig. So, dem Bein stehen wir jetzt auf. Okay. So, dann wir müssen ihn erstmal dahin setzen. Setz mal hin. Nehmen Sie Platz, das Einzige, geht's? Was Sie im Moment nehmen dürfen. Geht's? So. Können Sie uns aber sagen, was los ist? Ja, es ist ein, also ich habe den Koffer, das ist nicht meiner und ich komme von einer Mitfahrgelegenheit. Ich hab dir gesagt, das ist ruhig, ja, Kollege, komm. Einer nach dem anderen. Bitte. Kannst du dich mal drum kümmern? Das ganze Geld gehört. Das ist nicht mein Koffer und deswegen wollte ich den nur Ihnen nur vorbeibringen und ich brauche meinen Koffer. Ich habe den verwechselt. So, und was hat er jetzt damit zu tun? Wer ist er? Das ist mein Mitbewohner, Pedro. Okay. Ich will einfach nur, dass ich brauche das Geld. Geld wächst nicht auf den Bäumen. Bald schon, wenn das so weiterwindet. Als wir erfahren haben, dass das also ein vertauschter Koffer war, da haben wir natürlich haben den Koffer an uns genommen zur Eigentumssicherung. Und dann muss man halt jetzt weiter ermitteln, wer tatsächlich als Eigentümer oder zumindest Besitzer dieses Koffers in Frage kommt. Zwar erscheint den Beamten das Verhalten der jungen Frau und ihres Mitbewohners äußerst merkwürdig, doch in erster Linie erregt der Inhalt des vertauschten Koffers ihre Aufmerksamkeit. 10.000 Euro. Sagen Sie mir kurz Ihren Namen, bitte. Ich bin Rika Bender. Rika Bender. Und Sie heißen? Pedro Ammer. Pedro Ammer. Rika Bender, bitte. Frau Bender. Von wo nach wo sind Sie denn gefahren? Also ich war auf der Beerdigung von meinem Opa in Berlin. Ja. Und dann bin ich mit einer Mitfahrgelegenheit zurückgefahren und habe dann beim Aussteigen einfach, ich dachte, das wäre mein Koffer, der sieht genauso aus und habe dann, wo ich den zu Hause aufgemacht habe, halt gesehen, dass da so viel Geld drin ist und dass das nicht mein Koffer ist. Und da dachte ich mir direkt, dass da irgendwas im Busch ist. Also da wussten Sie auch, dass da Geld drin war? Wir haben uns auch das zu Hause schon. Und ich brauche unbedingt das Geld. Gut. Wann sind Sie denn gefahren? War die Fahrt heute oder wann sind Sie gefahren? Ja, genau, ich bin heute Morgen wiedergekommen. Sie sind heute wiedergekommen, von Berlin hierher. Genau. Gut, mit wem sind Sie denn mitgefahren? Also ich kenne den Kollegen der Schlüssel. Ja, danke. Bitte. Sprechen Sie ruhig, ich höre Ihnen zu. Ich kenne leider nur den Namen von dem Fahrer. Ja. Das war Jan Bremer. Ich habe auch seine Nummer. Jan Bremer? Wenn Ihnen das, ja, genau. Wie die Stadt Bremen dann. Ja. Ja. Und die Nummer haben Sie die auch? Ja, die können wir ja mal zeigen. Ich habe von meiner Oma noch eine Taschenuhr von meinem Opa bekommen. Ja, das sind dann Ihre persönlichen genau, Sachen drin, ne? Die würde ich halt, das ist mir so wichtig, dass hier unten sehen Sie die Nummer. Bora Aksu erreicht den PKW-Halter der Mitfahrgelegenheit telefonisch. Doch der vertauschte Koffer gehört nicht ihm, sondern einem weiteren Insassen. Von dem hat der Fahrer zwar nur Vornamen und Handynummer, doch das reicht den Kommissaren erst einmal. Nichtsdestotrotz kommen wir gegebenenfalls noch mal auf Sie zu, Herr Bremer. Ich hoffe, das ist kein Problem, dass Sie damit einverstanden sind. Ja, klar. Erika, die hat uns ja gesagt, dass sie den Koffer aus einer Mitfahrgelegenheit mitgenommen hat. Da haben wir den Anbieter dieser Mitfahrgelegenheit kontaktieren können. Er war auch sehr kooperativ, hat uns gleich die Telefonnummern der anderen Mitfahrer mitgeteilt. Und da werden wir jetzt weiter anknüpfen. Erstmal vielen Dank. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ihre Sorge kann ich, wenn vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, trotzdem berechtigt durch das nicht, Sie das Geld zu behalten, was nicht Ihnen gehört. Ne? Sowas? Ihre, das können Sie dann mit dem Eigentümer aushandeln, wenn wir den denn finden sollten jetzt. Aber letztendlich hat Ihre Freundin da sehr vorbildlich gehandelt. Ja? Also da können Sie stolz auf sie sein und sich auch ein Stück davon abschneiden. Der Pietro, der hat wohl momentan ein bisschen finanziellen Engpass und braucht das Geld wahrscheinlich ganz dringend. Aber ein strafbares Verhalten von dem Pietro sehe ich hier aktuell nicht. Dann haben wir soweit alles. Vielen Dank. Also wir können dann erstmal wieder gehen und wir würden uns, falls wir Ihren Koffer finden sollten, würden wir uns dann bei Ihnen melden. Und wenn Sie den nicht finden oder so,
Ansonsten nicht. Dann höre ich einfach selbst dann melde ich, werden wir uns bei Ihnen melden. Also wir informieren Sie auf jeden Fall. Ja? Vielen Dank. Ah, ja. Wenn man vom Teufel spricht. Da ist aber Glück gehabt. Ist alles wieder drin oder einiges weggeflogen? Nein, alles zusammen. Ja? Okay, super. Ich danke dir. Gerne. Alles Gute. Danke dir. Ja, ist schon seltsam, oder? Also kommt ja nicht zum ersten Mal vor, dass wir ganz viel Geld auf einmal sehen. Ja, ne? Aber was mich so ein bisschen irritiert ist, Mitfahrgelegenheit. Die Umstände sind seltsam, äußerst. Ne? Lass uns mal eins dieser... So eine Menge Kohle und dann Mitfahrgelegenheit. Lass uns mal ein paar dieser Scheine überprüfen. Kannst du die gerade mal in die Fahndung geben? Ich gebe dir mal die Seriennummern. Grundsätzlich ist es ja erlaubt, eine Menge Geld mit sich rumzutragen. Da gibt es nichts, was das verbieten würde. Allerdings, wenn es sich um Geld handelt, das aus rechtswidrigen Handlungen stammt, aus Straftaten, da sieht die Sache schon anders aus. Da gibt es dann strafprozessuale Vorschriften, dass zum Beispiel der Verfall angeordnet werden muss. Und aus diesem Grunde müssen wir feststellen, ob das Geld tatsächlich legal besessen wird. Emil Bertha. Emil Bertha. 102-615-5223. Ups, Treffer. Aha. Das ist ein Geldschein, der stammt aus einem Banküberfall in Berlin. Noch gar nicht so lange her. Die Täter sitzen, aber das Geld fehlt noch. Also ein Teil haben wir jetzt schon. Der eigentliche Eigentümer des Koffers könnte ein Komplize der Berliner Bankräuber sein. Vom Fahrer der Mitfahrgelegenheit wissen die Polizisten, dass nur ein weiterer Insasse mit Koffer gereist ist, Maximilian Höfer. Ja. Du hast die Telefonnummern? Ich habe sie notiert. Ich habe das alles auf meinem Zettel. Jetzt holt er sich seinen Kaffee. Wir haben herausgefunden, dass das Geld aus einem Banküberfall in Berlin stammt. Die Täter sind gefasst. Von der Beute fehlte bislang jegliche Spur. Nun wissen wir, dass die Tasche dem Maximilian Höfer gehört. Und da werden wir jetzt weiter anknüpfen. Da die Kripo-Beamten davon ausgehen, dass bei dem Verdächtigen Fluchtgefahr besteht, fahren sie mit Blaulicht zur Wohnung des Mannes. Doch dabei sind die beiden nicht allein. Ich habe das dumme Gefühl, dass hinter uns dieser Jaguar von gerade, der auf dem Hof stand von den beiden, dass der uns schon die ganze Zeit hinterherfährt. Bist du dir sicher? Absolut, das ist ein Jaguar, das ist der gleiche Typ. So ein Ding hat mein Schwiegervater. Ja, das ist er. Was sind die? Ist das die Bänder? Die Abgedrehte mit ihrer komischen Taschenuhr. Die mit den roten Haaren. So, wir sind da. Also den müssen wir erstmal interviewen. Da hat er wohl nicht mal Latten im Zaun. Was denken die sich? Also klar, im Kopf sind die auf keinen Fall. Ich glaub's ja nicht. Die parken jetzt hier auch direkt neben. Tja. Ey. Was machen Sie denn hier? Ich verstehe das nicht. Und wieso fahren Sie hinter uns her? Das ist richtig wichtig für mich, wirklich. Ja, das verstehe ich, dass es wichtig für Sie ist. Und wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir Ihnen Bescheid geben, wenn wir, sobald wir die Uhr haben. Das geht so nicht. Das geht auf keinen Fall so. Bleiben Sie in Ihrem Auto, machen Sie das Auto zu und bleiben Sie da drin. Oder fahren Sie hier weg. Aber hier haben Sie nichts zu suchen. Die junge Frau betont erneut, wie wichtig ihr die Taschenuhr ihres verstorbenen Großvaters ist, die im vermissten Koffer steckt. Scheinbar lenkt sie jedoch ein. Ja, also so selbstständige Detektive, die dann halt auch eigeninitiativ handeln. Die gibt es zumal, aber das sollte man strengstens unterlassen. Ist ganz unten, ne? Ja. Ja, das ist über die unterste Klinge. Ist das eine Klinge? Nee, das ist richtig. Das ist Hallo, guten Tag. Hallo. Herr Höfer? Ja. Greitner, Kriminalpolizei. Guten Tag. Wir würden Sie gerne mal ein bisschen sprechen. Ist gerade echt nicht so passend. Ja. Können Sie wann anders wir kommen? Ginge das? Nee, irgendwie geht morgen? Nicht. Wir müssen quasi jetzt mit Ihnen sprechen. Entschuldigung. Hä? Entschuldigung. Hä? Was ist denn mit dem? Ey, das stimmt doch nicht. Ey, komm, nicht. Der kommt nicht nochmal. Als der Herr Höfer uns bereits an der Tür empfangen und eigentlich auch hat abbügeln wollen, war sein Verhalten schon höchst
eigenartig. Wir hätten direkt reingehen können, aber wir wussten ja selber nicht, warum er sich so verhalten hat. Und da haben wir es für besser erachtet, dann erstmal die Lage durch um das Haus gehen und von hinten an die Souterrain-Wohnung heranzugehen, zu erkunden. Von außen können die Kommissare unauffällig einen Blick in die Souterrain-Wohnung werfen und werden Zeuge eines fatalen Dilemmas. Der ist nicht allein. Du willst ja mal dazu bleiben. Also der Schusswaffengebrauch als solcher stellt immer eine Ausnahmesituation dar. Natürlich hat man Schießen, Nicht-Schießtrainings, aber in diesem Fall hätte eine Ansprache nichts gebracht. Er hat direkt auf mich gezielt und da konnte ich nicht mehr groß warnen. Das hätte ich vielleicht gar nicht mehr zu Ende bringen können und da musste ich schießen. Wie heißen Sie? Max. Sind Sie der Maximilian Höfer? Etwas höher den Arm, sonst tut es nicht so weh. Sie sind? Lydia Weizen. Sagen Sie mal, was läuft hier eigentlich ab? Keine Ahnung, ich sollte so einen Koffer abholen. Dann habe ich den abgeholt, da waren nur Kleidungsstücke drin. Und dann sind die völlig ausgerastet. Wo ist mein Geld? Haben irgendwas von 40.000 Euro geredet, von einem Banküberfall. Was wollen Sie denn hier? Bleiben Sie, dass du rauskommst, aber schnell! Oh, raus jetzt hier, raus jetzt! Also das Verhalten der Frau Bender und auch ihres Mitbewohners ist absolut, also leichtsinnig, wie es schlimmer nicht mehr gehen kann. Kurz nach einer Schießerei in einen Tatort reinzurennen, von dem man nicht weiß, was da noch passiert, was da gerade passiert ist, das ist unverantwortlich. Das ist, also das kann man mit Worten gar nicht ausdrücken. Hier runter von hier! Egon von 3912. Sie sind jetzt festgenommen. Sie brauchen nichts einmal sagen. 61 nach Schusswaffengebrauch, NRW und RTW. Eine verletzte Person. Bis zu dem Zeitpunkt stellte sich das Ganze für uns erstmal nur als ein vertauschter Koffer dar. In dem Moment, wo jemand auf mich zielt oder auf einen Kollegen zielt, kann man von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen. Das stellt meines Erachtens, das stellt ein Verbrechen dar, was jetzt die Anklage angeht. Und die spätere Verurteilung, das entscheiden Staatsanwaltschaft und Richter nach genauer Auswertung unserer Berichte, unserer Strafanzeigen. Was wichtig ist, diese Situation, die Sie gerade erlebt haben, die wir alle gerade erlebt haben, die ist für niemanden von uns alltäglich. Und aus diesem Grund haben wir ein Betreuungsteam informiert. Die werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, werden sich ein bisschen psychologisch um Sie kümmern. Mhm. Nehmen Sie die Hilfe an, denn das kann böse und lang anhaltende Folgen haben, wenn man sich da nicht drum kümmert. Wir werden Ähnliches in Anspruch nehmen, weil das ist kein Zuckeressen, wenn man auf einen Menschen schießt. Der Maximilian Höfer ist hier vermutlich als Kurier eingesetzt worden. Inwiefern wir ihm den subjektiven Tatbestand, also sprich den wissentlichen, willentlichen und wissentlichen Absichten hier unterstellen können, was den Überfall angeht, beziehungsweise die Beute von dem Überfall, dass er da irgendwie mit drin steckt, ist meine persönliche Meinung anzuzweifeln, aber die Staatsanwaltschaft wird das letztendlich entscheiden. Mit dem Vorfall heute haben die beiden Täter auf jeden Fall erstmal Nötigung, Erpressung
auf Ihrer Liste stehen. Wir haben hier eine Geiselnahme, wir haben hier Schusswaffengebrauch gegen Polizeibeamte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wird sich herausstellen, ob da eventuell auch sogar eine Mittäterschaft bei dem Banküberfall in Berlin besteht oder nicht. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Dankeschön. Danke Tschüss. Sehr. Tschüss. Danke. Ja. Der junge Mann kann beweisen, dass er nichts vom Inhalt des Koffers wusste. Sein Verfahren vor Gericht endet mit einem Freispruch.